Hallo, liebe CLC-Community. Jetzt gibt es schon unser drittes Video zu unserem Barcamp Sponsored by Merck Ende Oktober. Heute habe ich den Kilian bei mir. Kilian ist mit unserem Orga-Team und gleichzeitig auch Newbie in unserer Community. Herzlich willkommen, Kilian, in unserer Community. Wer bist du? Was führt dich zur CLC? Ja, vielen Dank. Ich bin Werkstudent bei Merck und zu meinen Aufgaben zählt es unter anderem, das Orga-Team von der Community bei der CLC zu unterstützen. Cool, und dann bist du jetzt ganz frisch dabei. Und was erwartest du dir von unserer Community, von der Corporate Learning Community? Ja, also ich bin da sehr unvoreingenommen. Ich habe natürlich schon vorher die Podcasts mir angehört, die es zum Teil im Internet gibt von der Community. Und also von daher weiß ich so ein bisschen, was auf mich zukommt. Natürlich habe ich viel gehört. Und ich erwarte mir vor allem aber mit anderen Personalentwicklern ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen, wie das auch bei Ihnen alles angefangen hat, wie Sie da hingekommen sind, wo Sie jetzt gerade sind und auch vor allem, welche Erfahrungen Sie jetzt mit Corona gemacht haben, mit den neuen Verhältnissen, in denen wir uns jetzt befinden. Und ja, ich freue mich einfach auf einen guten Austausch und auf viele spannende Sessions und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Das glaube ich auch, wird richtig cool. Also, wie ihr noch nicht wisst, am 29. 30. Oktober unser Barcamp zusammen mit Merck. Thema Lernräume gestalten. Es wird viele unterschiedliche Sessions geben. Wir werden noch ein Abendprogramm mit euch zaubern, wo wir Spiel und Spaß vereinen. Und das große Thema ist ja Lernräume, Kilian. Und du hast ja auch schon angesprochen, Lernräume verändern sich durch Corona, Digitalisierung. Wie merkt ihr denn das bei euch beim Merck? Wie verändern sich die Lernräume und was denkst du, wird nach Corona das zentrale Merkmal bleiben? Ja, also was ganz auffällig ist, finde ich, ist, dass man in den Lernräumen selber die Distanz spürt von den Teilnehmern. Also man sitzt nicht mehr zusammen in einem Klassenraum und das macht sich bemerkbar. Dieses Informelle, die Gespräche zwischendrin und der kurze Austausch zwischendrin, der fehlt mir persönlich. Das ist ein wichtiges Verbindungsglied. Und mir persönlich ist aufgefallen, dass das stärkste Lernmedium ist am Ende leider nur so stark wie der schwächste digitale Lerner. Soll heißen, wir müssen darauf achten, dass wir alle unsere Kollegen und unsere Freunde und Kommilitonen mitholen und mitnehmen in das digitale Lernen. Denn ja, die Gefahr ist einfach groß, dass Menschen zurückgelassen werden, denen da einfach Skills und Kompetenzen an manchen Stellen fehlen. Und ich denke, wir haben jetzt hier eine große gesellschaftliche Verantwortung, ja, miteinander durch diese Krise zu gehen und miteinander auch die digitalen Lernräume zu entdecken und damit dann auch ja, das volle Potenzial, was ja digitales Lernen bietet, auszuschöpfen. Ja, ich glaube, da haben wir noch große Herausforderungen, aber eine können wir euch schon mal verraten. Wir werden natürlich auch bei uns auf dem CLC genau versuchen, diesen Raum zu überbrücken. Kilian hat sich ein richtig cooles Tool ausgesucht, wo wir dann auch dieses Informelle zusammen ausprobieren. Da sind wir schon ganz gespannt, wie wir denn diese Distanz überwinden und, glaube ich, in einem richtig coolen Tool mal Pausengespräche führen können, uns austauschen können, losgelöst von den Sessions. Und wer jetzt noch Bock und Lust hat, sich anzumelden, Tickets gibt es noch. Wir werden die auch unter dieses Video in den Link dann posten. Dann seht ihr, wie ihr euch anmelden könnt. Und dann freuen wir uns auf viele Teilnehmer. Und Kilian, ich freue mich, dich dann wieder im virtuellen Raum zu treffen, wahrscheinlich zusammen in einem coolen Austauschraum, wo wir mal ein bisschen schnacken, wie es so weitergeht. Und ich freue mich auf das CLC Barcamp Ende März. Ende März sage ich schon, bei Merck Ende Oktober. Bis dahin. Vielen Ciao. Dank, ich freue mich auch. Tschüss.